Ja, herzlich willkommen zu Part 31 meines Let's Plays von Septerra Core. Ich habe mich mal dazu entschieden, statt Landy liebereizende Selina mitzunehmen, die Schwert, Hieb und Schlag beherrscht und einen Fluch beschädigt und verflucht das Ziel. Wow, Mann, haben wir viel Geld. So. Wir sind irgendwo gelandet, wo es nicht weitergeht. Sprechen wir doch mal mit der. Hallo, willkommen in der Bar der irdischen Freuden. Wir haben ein ausgewähltes Angebot an Spirituosen und oben eine noch bessere Auswahl an Mädchen. Vergnügen Sie sich. Oho, was war das denn für ein Zwinkern? Na wird, was hast du da? Wo bin ich hier? Ich nenne es einfach den Puff, aber offiziell heißt zum schlechten Ruf. Ach, ist ja herzallerliebst. Ja, schon. Deine Preise sind ein Witz. Okay. Wurfbell. Ich kenne einen Kopfgeldjäger namens Arime. Er hat schon für mich gearbeitet. Arime? Den hat Duke, der Anführer der Kopfgeldjäger, eingesperrt. Weswegen? Er hat seine Kumpels bei irgendeinem Job hintergangen und das hat Duke gar nicht gern. Wenn ihr ihn seht, sagt ihm, ich habe seine Sachen. Ja, Transportschiff. Wie gelange ich auf Terra? Das wird schwer werden, Mädel. Jetzt, da Ankara und Jinan zerstört sind, gehört der Himmel den Piraten. Das ist aber schlimm. Handeln. Kontrolliert hier jemand den Handel? Nein, wir können tun und lassen, was wir wollen. Wenn du Schutz brauchst oder dich an jemandem rächen willst, musst du dir einen Kopfgeldjäger besorgen. Lol. Ist es wahr, dass Marduk von dieser Welt aus das alte Königreich regiert hat? Es gibt Leute, die sagen, die verlorene Stadt liegt direkt unter dem Basar verborgen und wartet nur darauf, ihre alten Schätze beraubt zu werden. Aber sie ist schwer zu finden. Der Basar erstreckt sich fast über ganz Terra 4. Aha, wir sind also auf Terra 4. Schlafen und GP auftanken, das könnten wir eigentlich mal Haben Sie machen. eine Übernachtungsmöglichkeit? 50 Münzen. Passt. Das können wir uns locker leisten. Oha. Okay. Ja, toll. Wo sind wir denn hier? Ach so. Okay, hier können wir wohl nicht durch, weil das durch die extrem schweren Holzstühle. Was ist das denn? Okay. Ja, sind ja hier im Po. Also die finde ich am heißesten. Das ist ja krass. Möchten Sie sich ein wenig vergnügen? Oh Gott. Geh weg. Ist das denn meine Liebe? Auf dem Basar ist alles erlaubt. Wir haben praktisch keine Regierung und überhaupt keine Polizei. Für Liebe sollte man nicht bezahlen müssen. Und wie steht's mit Sex? Runner wird schon ganz geil. Wow. Oh mein Gott. Hallo, was habt ihr jetzt zu sagen? Komm rein und entspann dich. Ja, geht's dir gut? Hast du keinen Wohn? Ich bin ein Kopfgeldjäger. Loch. So siehst du aber gar nicht. Zeig ihr den. Siehst du das? Das ist der Schlüssel zu den Kanälen, unserem geheimen Eingang. Wie findest du das? Bist du die neue Sklavin? Ich höre wohl nicht richtig, du Schwein. Hüte deine Zunge, meine Kleine. Sonst muss ich dir Manieren beibringen. Warum heißt der Loch? Jederzeit. Okay, das reicht. Geh mir vor die Tür. Macht's um zum Teufel, heißt der Loch. Selina ist schnell. Hoffentlich aber auch stark. Was zur Hölle? Bitte? Was ist das denn bitte? Macht mich ja mit einmal fast tot. Was soll denn das? Ist ja abartig. Was war das denn? Aber ich glaube, wir brauchen diesen Kopfgeldjägerschlüssel.
Jetzt ist er wieder da. Du wärst eine nette Bereicherung für diesen Ort. Und sie hätte sicherlich auch ihren Spaß, so wie sie aussieht. Sehe ich so aus, als hätte ich immer einen Spaß? Nein, ich weiß ja nicht. Hauptsache ein Pool. Okay, probieren wir es einfach nochmal. Du hast wohl noch nicht genug, du Schlampe. Auch Prügel können dich keine Manieren lehren, was? Jo. Hast du keinen Wohn? Dieser Ort erinnert mich an meine Vergangenheit. Was zur Hölle? Okay. Okay, kämpfen. Was für ein ekelhafter kleiner Mann. Hüte deine Z... Ja, und diesmal hab ich richtig aufs Maul. Das gibt's nämlich. Beschwören, ja. Ich rufe jetzt Bowman an. Und zwar... Heilen, Kyra anrufen. Humbada anrufen. Simurgh anrufen und Setna und Pilitak anrufen. Machen wir mal Simurgh. Und den großen Vogel des Windes anrufen, um anzugreifen. Ja, los. Komm schon. Bam. Zack. Bam. Und ja, ja. Mach ihn platt. Epische Animation. Bam, bam. Och komm, 94. Wir, du haust ab. Komm, bleib da. Bleib da. Sehr schön. Oh mein Gott. Okay. Nein! Boah, ey, meine Fresse. Das ist ja voll schlimm mit dem Typen. Also auf jeden Fall müssen wir ihn besiegen. Aber so wird das nix. So wird das nix. Müssen wir noch stärker werden, machen wir es einfach später. Gut, also legen wir uns nochmal schlafen. Haben Sie eine Übernachtungsmöglichkeit? Ja, ich schlafe und bin wieder da. Sehr schön. So. Wo gehen wir lang? Gehen wir hier lang? Nein, gehen wir nicht. Da können wir nicht lang. Der Boden sieht so geil aus. Ist richtig grün. Da will man direkt reinsteigen. Hier auch nix. Zwei Treppen. Aha. Reden wir erstmal mit dem Typen hier. Leben Sie auf dem Bazar? Ohne Gesetze? Ich komme gerne ab und zu mal her, aber du müsstest mir schon ein Stück Land umsonst anbieten, damit ich hier wohnen bleibe. Ja. Hast du Schiffe der Erwählten hier in der Nähe gesehen? Nein, aber alle reden von fremden Schiffen über Terra 6. Das ist Okularplattform. Ja, wahrscheinlich. Okay, gehen wir hier mal rein. Was auch mal das sein soll. Aha. Hallo, du Kleiner. Oha. Was macht der da? Getarnt. Er ist getarnt, ich sehe ihn aber noch. Vielleicht treffen wir ihn jetzt schwerer. Genau. Achso, der ist unsichtbarer. Ah, der ist fast unsichtbar. Ja, aber entkommen kannst du nicht. Da gehe ich mal kein Risiko ein und mache einfach mal so. Genau. So, zack. Komm schon, ein mächtiger Schlag. Null. 27 Gold hat er mir geklaut. Boah, du Sau.
Boah, das gibt's ja nicht. Ah, er ist nicht mehr getarnt. Sehr schön. Das war's dann wohl für dich. Bam. Okay. Haben wir irgendwas? Irgendwas? Hallo, 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 hallo. Hat er nicht eben eine Hand? Habe ich nur... Habe ich mir wohl eingebildet. Aha. Waffen. Hi, lassen Sie sich ruhig Zeit. Warum siehst du aus wie eine Hure? Eine Prostituierte. Gut, brauchen wir nicht. Hörschutz schützt vor Sonarattacken. Hörschutz. Ich glaube, das brauchen wir später. Ich glaube, das ist wichtig. Deswegen auch die Ausrufezeichen. Ich glaube, das ist wichtig, echt. Okay, Brot. Auf jeden Fall so viel wie möglich. Einige Wurzeln können auch nicht schaden. Füllhorn, nein, brauchen wir nicht. Das brauchen wir, das können wir gebrauchen. So. Schön. Da nehmen wir mal 3 mit. Ein Teil der GP ist auch nicht schlecht. Das wird, glaube ich, zu viel. Okay, lassen wir das mal dabei. Obwohl die Waffen hat, verkauft irgendwelche Kräuter. Obwohl die eher... Was kann ich bei Ihnen denn kaufen? Heilpflanzen und Medizin. Das gab es bei der oben aber auch schon. Einen Mörser. Gut, kaufen wir mal einen Mörser. Ja, genau. Okay, haben wir ja jetzt genug. Was kann ich bei Ihnen kaufen? Rüstung. Hi, lass. Ja. Dragovair, Hard Robo. Was zur Hölle? Das bringt aber irgendwie alles gar nichts. Lederweste. Flakweste. Dagovair. Okay. Das ist schon mal nicht schlecht. Selina. Dagovair. Nicht schlecht. Was haben wir da noch dabei für den da? Woho! Wow, der war ziemlich langsam. Oh, der hält ziemlich viel aus. Also er wird langsam, aber er hält ziemlich viel aus. Oh, ich weiß nicht. Ich glaube, ich kauf's. Speedies. Guck mal, da geht's wieder hoch. Hohe Schnelligkeit, aber wenig Armor. Ja gut. Es wird ja wohl nicht runtergehen dadurch. Okay, kaufen wir mal Speedies. Und für die haben wir hier leichte Schuhe. Ach komm. 1. Nee, 1 lohnt sich nicht. Okay, kaufen. So, und dann machen wir im nächsten Part weiter, kleiden uns ein und erkunden weiter den Bazar. Bis dann. Ciao.